Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 zusammen mit Niklas. Hallo. Und mit Pixel. Hallo. So, wir haben im letzten Part ein bisschen über Benchmark geredet, über den LS-Benchmark vor allem. Und da ist mir wieder eingefallen, es kam auch in den Parts davor relativ viel über Computer-Hardware. Pixel war ja auch dabei, glaube ich. Ich glaube, Niklas war auch dabei. Oder war sie nicht dabei? War damit dabei, also wo es über Hardware ging. Ja, und da ist halt jetzt schon einige Parts sind schon gekommen und mir ist halt ein Wort ein bisschen in den Magen gestoßen, kann man so sagen. Das, was mir nicht so gefällt, was oft vorkommen ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist nämlich das Wort Gamer-PC oder so. Hm. Weißt du, was ich meine? Es gibt halt immer so, keine Ahnung, Webseiten wie Amazon oder auch bei Hightech Gamer, wo ich sozusagen, mit denen ich die Kooperation habe, obwohl das sozusagen ich nichts bekomme, sondern einfach die nur empfehle, weil ich sie nicht schlecht finde. Die nennen halt gerne ihre PC Gamer-PC. Ich finde das. Oder wie gesagt, halt auch, ich habe jetzt einen Freund, der will sich jetzt einen Gamer-Laptop kaufen, also der auch relativ gut ist, aber. Was halt bei dem PC besser ist, du kannst halt dir die Hardware besser variieren, also du kannst. Nein, und das geht's mir jetzt gar nicht einmal um die Hardware oder sonst irgendwas. Bei mir geht's einfach um den Ausdruck Gamer-PC. Viele wollen sich immer einen Gamer-PC oder sie haben sich einen Gamer-PC um 600 € gekauft. Was ist für dich jetzt persönlich selber oder für mich jetzt ein Gamer-PC? Sag mal, was verstehst du unter einem Gamer-PC? Und einem Gamer-PC würde ich vielleicht sagen, also ein PC, mit dem man halt viel mehr spielt, als dass man, also Games spielt, wie zum Beispiel Battlefield oder Far Cry, die oder halt auch besondere Anforderungen an die Hardware stellst, also dass du jetzt halt nicht so wie so sagen jetzt so ein Around-PC hast, den du für fast alles nutzen kannst, sondern halt nur für Spiele. Okay, jetzt erklären wir den Unterschied zwischen Allround-PC und Gamer-PC. Sorry, dass ich muss jetzt nicht hören, weil der Niklas redet da nicht so viel und du bist der da ist und da ein bisschen ja rangenommen wird. Ja, also bei einem Around-PC würde ich jetzt drunter verstehen oder sagen, dass es PC ist, mit dem man sozusagen auch mal, wenn man zum Beispiel was für die Schule macht, dass man da auch mal was länger, zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation drauf macht oder halt mal. Etwas, Okay, jetzt warte, wenn ich. Und auf einem Gamer-PC kann man keine PowerPoint-Präsentation machen. Ja, kann man zwar schon, aber ist dann halt. Würde ich dann halt nicht mehr Gamer-PC nennen. Ich würde es einen Gamer-PC dann nur nennen, wenn man halt aktiv und halt den auch nur zum Spielen benutzt. Würde ich wenn schon Gamer-PC nennen, aber sonst irgendwie nicht. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung. Sagen wir so, ich bin reich, habe kein Problem mit Geld, kaufe mir jedes Jahr einen neuen PC um 5.000 €. Benutze den PC aber nur zum PowerPoint-Präsentationen machen. Was ist das dann für ein Rechner für dich? Irgendwie Rechner, den man nicht, ich sage es mal, nicht komplett ausnutzt. Also eher so ein Rechner, den man so am Rande stehen hat, den man halt nur für gewisse Sachen gebrauchen kann. Und halt auch nur für gewisse Sachen benutzt, also für eher wenige Sachen. Also den würde ich dann, also ich würde es dann auch nicht irgendwie Around-PC nennen, sondern halt irgendwie anders. Keine Ahnung, okay. Jetzt wie. Na, ich sehe halt, dass das Wort Gamer-PC oder auch Around-PC, Office-PC erkläre ich nachher, das ist wieder so eine Ausnahme, sehe ich komplett für Schwachsinnsworte. Weil ich kann, wie gesagt, wenn mir einer sagt, er hat sich einen Gamer-PC, ich benutze das Wort so ungern, weil ich das nicht mag. Um 700 € gekauft, sage ich so, ja, dann gehen wir mal, keine Ahnung, gehen wir hinein, gib Crysis 3 hinein oder sowas, maximalen Einstellungen und das ist dann kein Gamer-PC mehr, weil sonst das Spiel kann er nicht einmal irgendwie auflösen. Und jetzt ist halt das Ganze dahinter, ist das, warum ich auf was ich aus bin, ist, dass man das Wort Gamer-PC einfach meiner Meinung nach nicht benutzen kann oder nicht benutzen sollte. Weil Gamer-PC ist für mich. Überhaupt, wenn nachher viele sagen, ja, ich habe einen Gamer-PC für das und das Geld. Es ist für mich irgendwie halt unlogisch, dass ich einen PC irgendwie mit einem Wort in Verbindung bringe, weil ich kann ja auch einen Gamer-PC als Office-PC benutzen.
Es kommt nur darauf an, wie, was der alles kann und was er möglich wäre zu leisten. Bei einem Office-PC ist es halt so, dass ich eher schaue, dass der stromsparender ist, dass er leise ist, halt Quiet-PC, obwohl da können wir wieder auf ein anderes Thema kommen, nämlich auf Silent-PCs. Kann ein Gamer-PC Silent-mäßig sein? So, deiner jetzt Meinung einfach nach? Mal so frei aus dem Nichts herausgegriffen, würde ich jetzt eigentlich mal einfach mehr auf Nein sagen, weil... So, okay, passt. Jetzt gehe ich nur in das Thema nachher hinein. Silent PC bedeutet für mich entweder komplett lüfterlos oder Lüfter sozusagen beziehungsweise so eingedämmt, dass man sie nicht hört. Wenn ich mir jetzt eine Wasserkühlung reinhaue auf die ultra mega geile Grafikkarte und ultra super CPU, auf die sogenannte Gamer-Hardware, wie es halt viele bezeichnen, weil der i7 ist ja auch so ein Gamer-CPU, was kompletter Schwachsinn eigentlich ist. Es ist halt so, das kann ich auch komplett silent machen. In dem Sinne wieder. Deswegen hasse ich das Wort Gamer-PC so. Ich kaufe mir einen PC um 700 Euro, ja, dann ist das ein PC um 700 Euro, aber es ist kein Gamer-PC um 700 Euro. Weil ich weiß nicht, ein Office, also ich kann ja nicht sagen, ich kaufe mir jetzt einen Office-PC um 700 Euro. Das ist auch ein PC nur. Beim Office-PC ist es nur so, dass ich schaue, dass du normalerweise gehst auf, du brauchst nicht unbedingt eine Grafikkarte, du nimmst es meistens an Bordzeug, das ganze Zeug dazu. Und für mich, beim Gamer-PC, halt Gamer-PC, brauchst du nachher eine Grafikkarte. Brauchen tust du es aber auch nicht, weil du kannst dir, keine Ahnung, um 400 Euro keinen Hochkomma-Gamer-PC kaufen, nur weil er so heißt bei Amazon. Der dann die Leistung hat wie ein sozusagen wirklicher Rechner, gescheiter Rechner. Weil ich sehe da eher unter, ich benutze da gerne die Worte, was auch in der IT gerne benutzt werden, zwischen Low-End, Mid-Lane sozusagen und High-End. Und das sind meine Worte für PCs eigentlich. Weil ich finde halt den Gamer-PC zu sagen, entweder ich will einen mittleren haben, oder ich will ein High-End haben, und das sind halt nachher die Preisunterschiede. Bei einem High-End gebe ich halt aus von 1200 bis 4000 Euro oder 5000 Euro oben offen. Ja. Ich kann einen High-End-PC benutzen, entweder für Berechnungen, für CAD-Anwendungen, dann haue ich mir andere Grafikkarten hinein, die teurer sind. Oder ich kann einen High-End benutzen, um Spiele zu spielen. Aber das ist trotzdem noch immer ein High-End-PC und nicht irgendwas anderes. Da ist kein Unterschied zwischen einem CAD-PC und einem Gamer-PC. Weil ich kann genauso mit einem Hochkomma-Gamer-PC CAD-Anwendungen machen. Das ist ja nicht so, dass das komplett außer ausschließt. Ja. Ich weiß, viele benutzen dann ihren PC nachher nur mehr zum Spielen. Aber ich wette, du hast das zu deinem PC jetzt auch sagen, das ist ein Gamer-PC und machst aber trotzdem Word- oder Office-Anwendungen drauf. Ja klar, also ich würde den auch für andere Dinge nutzen, also jetzt nicht nur für Spiele, sondern auch mehr für, sag jetzt mal, alltägliche Sachen, also wenn man mal was braucht, zum Beispiel aus dem Internet, dass man sich da halt mal ein paar Informationen, dass man den halt auch für andere Sachen benutzt, ja. Ja, aber mit deiner Aussage, was du vorher gesagt hast, dann ist das ja kein Gamer-PC mehr. Ja. Mein also, Gamer-PC ist für dich rein zum Spiel, also sozusagen mit großen Punkten auf Spiele ausgelegt. Ja, so würde ich das auch sagen. Ja, das war vielleicht, wo ich... Nein, ich wollte, ich will da jetzt nicht gegen dich fahren. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie der Gamer-PC oder der Begriff Gamer-PC überhaupt sozusagen zum dem Begriff gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, ist ein Computer ist ein Computer, ob da die Anwendung spielt, ob eine Anwendung, die heißt Spiel draufläuft, oder eine Anwendung, die heißt Excel draufläuft, oder eine Anwendung, die heißt bla bla bla, habe ich keine unterschiedlichen Namen für den PC. Weil dann dürfte ich auf einem Gamer-Rechner nie eine Office-Anwendung drauflaufen lassen. Weil dann hätte ich ja sozusagen schon einen Office-PC. Und wenn ich dann Office auch noch halt, wenn ich auf meinem PC jetzt Office und Gamer sozusagen Zeug hätte, dann hätte ich ja einen All-One-PC, weil das sind ja zwei Dinge, das er kann. Und das ist ja idiotisch halt, das ist meiner Meinung nach vom Verständnis her, gefällt mir einfach das Wort Gamer nicht. Ich kann halt einen,
und auch genauso, wenn man wer sagt, er hat einen Gamer-PC um 600 Euro oder um 500 oder um 700 Euro sich zusammengestellt, sage ich so, ja, du hast vielleicht einen PC zusammengestellt mit dem Geld, das geht schon, aber dass ich jetzt einen PC, sozusagen einen High-End-Gamer-PC zusammenstelle um 700 Euro oder sowas, ist nicht möglich. Und das ist einfach da, wo ich einfach, ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen, dass man einfach den Begriff Gamer-PC ein bisschen anders vielleicht benutzt, wenn man benutzt. Ich finde halt das Wort Gamer-PC ist so hässlich. Oder einfach nicht angebracht. Aber ich kann aber auch kein anderes Wort sagen, so richtig, für was der PC können soll um 700 Euro. Ich sage, das ist ein PC um 700 Euro. Vom Jahr, bla bla. Ich habe auch einen PC, der ist jetzt das ist wieder schwer zu sagen, weil ich habe solche und solche Hardware drinnen, wo man dann einfach so sagen kann, ja, der PC hat ist jetzt so und so teuer gewesen und weil der hat einfach, der kriegt jedes Jahr seine neuen Komponenten oder sowas rein. Das jetzt seit letztes Jahr im Endeffekt, das sind für neue Festplatten, dann ist wieder eine neue SSD, dann kommt wieder eine neue CPU, jetzt ist einmal das Netzteil gekommen und so weiter und so fort. Und so tausche ich halt das laufend aus und deswegen kann ich auch nicht sagen, mein PC hat so und so viel gekostet. Und das finde ich eher noch sinnvoller als Hochkomma Gamer-PC zu bezeichnen, weil ein Gamer-PC von gestern ist heute schon wieder kein Gamer-PC mehr. Oder man muss halt auch den Unterschied machen zwischen einem, ja, für was man seinen Hochkomma Gamer-PC benutzt. Ob man den benutzt für LS, für Far Cry, für Assassin's Creed, für, keine Ahnung, das neue Fallout 4 jetzt nach. Weil das wird wieder ein Spiel werden, wo sich alle die Finger danach lecken. Ja, zum Beispiel auch Battlefield, was halt auch. Ah, Battlefield ist nicht einmal so performance-lastig. Da ist zum Beispiel Assassin's Creed Unity viel extremer. Far Cry ist auch nicht so performance-lastig. Unity war da extrem einfach in dem Sinn. Deswegen habe ich da Assassin's Creed Unity genommen, weil das noch immer eins der Spiele ist. Oder man könnte auch jetzt sagen GTA 5 auf Maximum-Einstellung. Das ist ein Spiel, was einfach, da brauchst du halt, ups, ich fahre über die Kartoffeln schon drüber, ordentlich Leistung. Weil da reicht es nicht nur, wenn du, natürlich kannst du es mit einem schwachen, das ist ja das, du kannst Spiele einfach mit einem PC spielen, der 500 Euro gekostet hat. Ich kann GTA 5 wahrscheinlich auch spielen mit einem PC, der 600 Euro gekostet hat. Also es kommt halt immer darauf an, wie man das nachher ansieht. Was ich haben will, ob ich eher der Typ bin, der sagt, ja, ich bin zufrieden, wenn ich spielen kann. Dass es sozusagen lagfrei, also sozusagen ruckelfrei ist, weil lag bedeutet ja im Endeffekt, das ist der Ping zum Internet, zur Internet für Connection. Oder ich bin zufrieden erst, wenn das Spiel die und die Grafik hat, halt, dass das gescheit ausschaut auch noch ist. Oder ich bin nachher zufrieden, wenn erst komplett alles passt, halt die Ruckler weg sind, halt gescheite FPS-Zahlen und zusätzlich auch noch Mörder-Grafik. Und das sind halt das, da finde ich eher den Unterschied zu machen. Deswegen finde ich ja Benchmarks auch so interessant, weil du da wirklich PCs vergleichen kannst. Da kannst du nämlich, siehst du endlich einmal den Unterschied zwischen einem 700 Euro PC und zwischen einem 1500 Euro PC. Natürlich kann ein 1500 Euro PC teilweise sogar besser sein als ein 2500 Euro PC, wenn die Hardware falsch eingestellt ist oder sonst irgendwas. Und das ist halt die Frage, da ist auch wieder das mit den Sachen, was ist jetzt ein Gamer, was ist ein High-End, wie lange ist ein High-End-PC, den ich mir heute kaufe, High-End? Weil bei der IT, wie wir alle wissen, ist ein sehr schnelllebiges Pflaster. Heute aktuell, morgen schon veraltet. Deswegen sage ich auch jedem, der sich einen neuen PC kauft, schaut am nächsten Tag nicht mehr auf die Preise. Weil es kann sein, dass der Preis extrem hochgegangen ist oder es kann sein, dass der Preis extrem runtergegangen ist. Deswegen ist das für mich, wenn ich mir eine neue Hardware kaufe, irgendwie, ja, das interessiert mich heute der Preis, wenn ich es kaufe, aber am nächsten Tag schon nicht mehr, weil du kannst da nicht mitleben. Und auch am besten ist danach kurz Zeit lang, wenn man sich da wirklich nur informiert, was es schon wieder Besseres gibt, dann soll man sich da nicht unbedingt nachher ärgern, wenn man dann einen PC hat, am Vortag kauft und am nächsten Tag kommt eine neue Hardware raus, die 20% mehr Leistung bringt. Das ist ganz normal Standard.
Und deswegen kann ich auch nie sagen, das ist ein Gamer-PC und das ist ein Office-PC und das ist ein 0815 oder ein PC oder sonst was. Das sind für mich PCs mit bestimmten Komponenten drinnen und die haben halt eine bestimmte Leistung. Und diese Leistung, diese charakterisiert sie und die sieht man halt in Benchmarks zum Beispiel, in Tests und so weiter und so fort. Das wollte ich dazu einmal sagen, dass einmal der Begriff Gamer-PC vielleicht ein bisschen aus der Medienwelt oder gerade von meinem Kanal verschwindet, weil ich hasse das Wort irgendwie. Weil keiner hat so den Mörder-PC, dass er jetzt sagen kann, er ist ein Gamer-PC und den Unterschied, ich kann halt nachher ein Gamer-PC um 1500 Euro haben und ich kann ein Gamer-PC um 700 Euro haben. Und trotzdem behaupten, ich habe einen Gamer-PC. Und das ist halt das, was ich ein bisschen schade finde, dass das immer so falsch benutzt wird. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Part vom Landwirtschaftssimulator 2015. Bis dann. Tschüss. Ciao.